Die Uptown Big Band. Please. Was ich jetzt nicht aufs Alter beziehe, sondern auf die Besetzung, hat uns heute eine Geschichte mitgebracht. Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew in einem Arrangement von Oliver Nelson. Jede Figur in der Geschichte wird von einem Instrument oder einer Instrumentengruppe verkörpert und als erstes brauchen wir den Vogel. Und da haben wir zwei Vögel eigentlich, die beiden Piccolos. Brauchen wir in der Geschichte noch die Ente, der Schlimmes bevorsteht. Das Thema der Ente wird von der Oboe gespielt. Auf Samtpfoten vor in der Geschichte und die Katze wird verkörpert von der Klarinette. Da noch den besorgten Großvater und der wird von der Bassposaune und dem Bass gespielt. Dafür brauchen wir gerade ein paar Instrumente gleichzeitig, nämlich die Hörner und die Posaunen. Hören wir noch die ängstlichen, aber schießwütigen Jäger mit ihren Gewehren und dafür brauchen wir die Rhythm Section, Gitarre, Bass, Pauken und Drums. Nun fehlt uns noch Peter, die Hauptperson der Geschichte. Peters Thema wird von der Flöte gespielt. Thank you.
hinter das Gartentor und lief hinaus auf die große grüne Wiese. Auf einem Baum saß Peters Freund, ein kleiner Vogel. Wie still es hier ist, zwitscherte er fröhlich. Hinunter, setzte sich vor sie hin und blusterte sich auf. Was bist denn du für ein Vogel, wenn du nicht mal richtig fliegen kannst? Und was bist du für ein Vogel, wenn du nicht schwimmen kannst? Erwiderte die Ente und stieg ins Wasser. So stritten sie noch eine Weile miteinander, die Ente schwamm auf dem Teich und der kleine Vogel hüpfte am Ufer hin und her. Thank you.
einfach die Katze durchs Gras heran. Die Katze dachte, der Vogel streitet sich herum und passt nicht auf, da kann ich ihn vielleicht erwischen. Und lautlos schlich sie auf ihn zu. Die Katze böse an, von der Mitte des Teiches her. Die Katze schlich um den Baum herum und dachte, lohnt es sich so hoch hinaufzuklettern? Wenn ich oben bin, ist der Vogel längst weggeflogen. Oh,
akustischen Applaus. Ja, da kam der Großvater aus dem Haus. Und der war ärgerlich, weil Peter allein auf die Wiese gelaufen war und das Gartentor offen gelassen hatte. Das ist gefährlich, sagte er. Wenn nun der Wolf aus dem Wald kommt, was dann? Aber Peter hörte gar nicht auf die Worte des Großvaters. Jungs wie ich haben doch keine Angst vor dem Wolf. Der Großvater aber nahm Peter bei der Hand, ging mit ihm in den Garten zurück und machte das Tor fest zu. Peter fort, da kam er aus dem Wald, der große graue Wolf. Im Nu kletterte die Katze in den Baum hinauf. Die Ente schnatterte, sprang in ihrer Aufregung aus dem Wasser und versuchte wegzurennen. Doch wie sehr sie sich auch anstrengte, der Wolf war viel, viel schneller. Er kam näher und näher, erreichte sie, packte sie und verschlang sie mit einem einzigen Bissen. Thank you.
Tja, da saßen sie nun, die Katze auf dem einen Ast des Baumes und der Vogel auf dem anderen. Und der Wolf lief lauernd um den Baum herum und starrte mit gierigen Blicken nach oben. Thank you.
Geschlossenen Gartentor, beobachtete alles, was da geschah und hatte überhaupt gar keine Angst. Er lief ins Haus, holte ein starkes Seil und kletterte damit auf die Gartenmauer. Ein Ast des Baumes, unter dem der Wolf lauerte, reichte bis über die Mauer. Und Peter ergriff den Ast und kletterte so in den Baum hinüber. »Flieg zum Wolf hinunter«, sagte er zu dem kleinen Vogel. »Flieg immer ganz nah an seinem Kopf vorbei, aber pass auf, dass er dich nicht erwischt!« Mit den Flügeln berührte der Vogel fast die Nase des Wolfes, während dieser wütend nach ihm schnappte. Wie der kleine Vogel den Wolf ärgerte und wie dieser versuchte, ihn zu fangen. Aber der Vogel war viel zu geschickt und so schnappte der Wolf immer wieder ins Leere. Thank you.
Inzwischen hatte Peter eine Schlinge in das Seil gemacht und ließ sie vorsichtig vom Baum hinunter. Er fing den Wolf am Schwanz und zog die Schlinge zu. Als der Wolf merkte, dass er gefangen war, sprang er wild umher und versuchte, sich loszureißen. Aber Peter hatte das andere Ende des Seils am Baum festgemacht. Und je wilder der Wolf umhersprang, umso fester zog sich die Schlinge zu. Der Spur und als sie ihm nahe genug gekommen waren, schossen sie mit ihren Gewehren auf ihn. Doch Peter rief vom Baum herab: Hört auf zu schießen! Der kleine Vogel und ich, wir haben den Wolf doch längst gefangen. Helft uns lieber, ihn in den Zoo zu bringen. Peter vorne weg, hinter ihm die Jäger mit dem großen grauen Wolf und am Schluss des Zuges der Großvater und die Katze. Der Großvater schüttelte den Kopf. Ach, wenn aber Peter den Wolf nun nicht gefangen hätte, was dann? Über ihnen flog der kleine Vogel und zwitscherte: Wie tapfer wir waren, der Peter und ich. Seht, wen wir beide gefangen haben. Konnte man die Ente im Bauch des Wolfes quaken hören. Denn dieser hatte sie in seiner Gier lebendig heruntergeschlungen.
Peter war der Held des Tages und da ließ er sich natürlich nicht nehmen, noch ein wenig den Blues zu spielen.